So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Two Worlds 2. Ja, ich habe jetzt gerade mein... Hallo? Mein Stift auf eine Tastatur geworfen. Schon wieder, weil ich nämlich süchtig nach Penspinning bin. Geworden bin. Und ja, deswegen, während ich jetzt rede, werde ich jetzt noch ein bisschen an meinen Dingern hier üben. Und ja, im letzten Part, der schon etwas länger her ist, weiß ich nicht mal, was wir gemacht haben. Deswegen werde ich jetzt gleich einfach zu einer. Und ich habe jetzt gerade davor auf unsere Karte geguckt und in der nächsten Quest werden wir jetzt einfach mal einsteigen. Und ja, jetzt wird wieder etwas mehr Two Worlds kommen. Also ich werde jetzt alles aufnehmen öfters. Und dann je nachdem, was ich halt noch auf Platte habe, werde ich dann halt raushauen. Deswegen ist jetzt dann wieder Two Worlds dran. Auch aus dem Grund, weil ich jetzt gerade wieder mal Bock drauf hatte. Und weil halt sehr wenig letzter Zeit kam oder eigentlich gesagt auch gar nichts kam. Ich habe jetzt auch gerade eine halbe Stunde lang meine CD gesucht, bis ich gemerkt habe, meine Lautsprecherboxen standen da drauf. Tut auch nichts zur Sache, einfach nur aus dem Grund, um es euch zu sagen. So, und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, dass wir uns hier den Teleporter verabschiedet haben, weil wir Angebot und Nachfrage machen wollten. Ja, letzte Mal haben wir, glaube ich, das mit diesen Tierquälern gemacht. Aber egal. So, dann gucken wir mal nochmal, was wir da machen müssen. Angebot und Nachfrage. Nur Udin hat mir den Auftrag gegeben, mich dem neuen Wilderer zu treffen, der von der Händlergilde angeheuert wurde. Er lebt in einem Haus nahe Hatmanor. Wenn ich meine Gildenlaufbahn bei den Händlern fortsetzen möchte, sollte ich wohl hingehen. Okay, dann glaube ich, müssen wir jetzt einfach nur den Weg folgen und dann müssten wir auch da sein, ja. Okay, genau, jetzt nochmal so. So mache ich den, so mache ich den und so hole ich unser Viech. Das ist sehr gut. Hab lange nicht mehr gespielt, das letzte Mal auch sogar vor der Aufnahme. Ja, hier haben wir ja alles getötet. Da war ja der Fail-Part mit dem Black Screen, wofür ich mich nochmals entschuldige, weil das einfach, ja, ne, halt Camtasia und Skill und so und Baum und, ne? So, ich rede jetzt aber schon 3 geschlagene Minuten nur über unnützes Zeug. Und ja, das sind schon mal die ersten Gegner. Okay, ich glaube, hier hatten wir sogar Schluss gemacht. Ich glaube, wir hatten die sogar schon mal besiegt. Neuer Save. Mit Doppel-A, so ist die neue Schreibweise. Gucken wir mal, Spiel laden. Da, neuer Save. Gut. Hyäne. Ist One-Hit? Nein, natürlich nicht. Genau, da gleich mal ein paar Schauenspocks. Gut, hier haben wir. Okay, das ist einfach eine Wildnis. Komm mit, du Mistvieh. Schön. Oh, WTF. Achso, da war wohl auch noch so eine Hyäne. Oder? Jo. So, Geschichte, das Viech. Das ist gut. Ja, und ich nehme gerade mit 20 FPS auf, was richtig gut ist. Ja, war eine neue Stadt. Neuer Ort gefunden. Daxials. Oder so. Daxiais. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Entschuldigung. Tut mir nicht leid. So, hallo Händler, was hast du denn so? Gar nichts, ja super. Ich bräuchte mal wieder so eine Art Rüstungshändler. Nein, du bist doch mein Viech, ja, ich wollte schon mal sagen. Die verkaufen dann wohl nur Teppiche. Verschlossen. Was will er denn, Bürger?
Ah, okay. Toll, ja, ich bin kein Nekromant. Ich kann da nichts kaufen, tut mir leid. So, gucken wir mal ganz kurz, wo sind wir denn hier? Gut, jetzt müssten wir eigentlich gleich an dem Typen sein. Bei mir liegt ihr richtig. Beste Ware zum Hier drin müsste er dann sein. Ich speichere noch mal ab. Man weiß ja nie, was so. Vielleicht ist er auch geldgierig, was die so im Kopf haben. Wow. Ah, du bist es. Ich wurde von Nur-Udin beauftragt, das Erbe meines Mannes zu verwalten. Wir haben schon damit begonnen, die von dir getöteten Tiere zu ersetzen. Kann ich was für dich tun? Die Idee meines Mannes mit den Leichen war nicht gerade clever. Aber jetzt ziehen wir das Geschäft auf meine Weise auf. Weißt du, wir von der Händlergilde sind in erster Linie an Medikamenten interessiert. Vor allem dann, wenn sie gegen den roten Tod helfen. Da ist die Nachfrage einfach am größten. Und habt ihr so ein Heilmittel? Ach, ich rede nicht über das, was die Leute Wüstentau nennen. Wir stellen hauptsächlich Schmerzmittel her. Tränke, die wir aus Zutaten herstellen, die wir bereits haben. Aber sie heilen den roten Tod nicht, lindern nur die Beschwerden. Leider ist der Preis für diese Mittel zurzeit in den Keller gesackt. Tja. Irgendjemand überschwemmt den Markt mit ähnlichen Angeboten. Ach, dann würde ich nur Was genau sagen, willst du von mir? Pech, ne? Geh zu den Minen außerhalb der Stadt und such einen Mann namens Jesset. Er ist für die Minen verantwortlich. Unter anderem kauft er die Heilmittel für die Arbeiter ein. Er hat riesige Vorräte angelegt. Wozu soll das gut sein? Wir wollen den Eindruck von Lieferproblemen erwecken. Das wird die Preise in die Höhe treiben. Auch der Preis für die Zutaten wird explosionsartig steigen. Aber das kann uns nichts anhaben. Wir sind vorbereitet, da wir bereits genügend auf Lager haben. Die Minenarbeiter und ihre Angehörigen sind arm. Sie werden sich die teuren Medikamente nicht leisten können. Was kümmert es dich? Wir werden eine Menge Geld dabei verdienen. Menschen könnten dabei draufgehen. Das geschieht doch jederzeit und überall. Da mache ich nicht mit. Nun, ich sage gern, man sieht sich immer zweimal. Ja, eigentlich bin ich ja von der Idee nicht so überzeugt. Ich finde eigentlich scheiße, was die feiert. Aber wir haben wohl keine andere Wahl und um jetzt die Aufgabe hier zu Bist du bekommen. jetzt bereit, die... Gut. Bist du also zur Vernunft gekommen? Binette. Müssen wir das wohl machen? So, dann gucken wir mal auf der Map. Wo ist denn die Mine? Da ist die Mine. Kann ich den Weg wieder runterlaufen? Rüpel. Rüpel. So. Dann werde ich jetzt einfach mal den Weg hier. Ich glaube sogar, dass wir jetzt nicht mehr hier rechts abbiegen müssten, sondern direkt geradeaus weiterrennen. Jo, sehe ich sogar unten auf der Minimap. So. Was ist das denn? Meckere mich da einmal von der Seite an. Na, meckere ich dich an. So, dann haben wir hier die Mine. Und das werden wir beim nächsten Part machen, weil ich mache immer nur 10 Minuten Parts, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.